Ich habe gedacht, kann man nicht mit dem Deutschen, mit der Sprache auch zaubern? Wie wäre es denn, wenn ich einen Buchstaben aus dem Alphabet verschwinden lasse? Einfach so. Unsere Sprache wird aurch einfach anders. Frem. Aber egal. Ich denke, wir können urchaus auf eines jener Elemente, mit denen wir uns verständigen, verzichten. Wir sind ja trotzdem in der Lage, unsere Gedanken und Ideen mitzuteilen. Meine Damen und Herren. Wie wichtig ist die Bedeutung, welche Bedeutung kommt der Behinderung urchaus fehlen eines Buchstabens zu? Sicher, ich kann weiterhin verstanden werden, kann mein Enken und fühlen urchaus mit ihm Sprache vermitteln. Och. Ich wäre weniger Freunde haben, aurch. As aber ist in ein zweiter Buchstabe verschienet. Und an ein Eierer ein Rier. As Haus meiner Ohre ihre Ackeln. Es ihre Schanken. Ich ehre es um einige Schere haben, mich mie zu eilen, ihnen versähnlich zu machen. Muss sorgfältig auseilen, in welche Ohre ich mein Enkel kleie. Will ich von meinen Hoffnungen erzählen, meine Probleme Eier geben, meine Wünsche und Rauer. Noch ehre ich versahnen, auch nur mit Mühe. Und manche Ohre bleiben bereits auf es Regge. As nun ehre, ihre Ephire, uch sei. Versinnen und ami nicht genug, erühne ihre auch noch. Elen, ühn, uchsan, meine Armen und Herren, ühe ich nicht verüge. Ich, Ehaupe, ich enke, as es möglich ehre, in dem Haus meiner Sprache Rotzim zu ohnen. Meine Armen und Herren, in ich entverpliche, ihr Urierung nach einer Mindestzahl an Launen zu erüllen, ami sie reisen mir zuzuhören. Ich eis um eine große Zahl Menschen isum rauern. Sill, ihr einen Lei ungehör, Menschen, ihr gelernt ha ihn nicht zu schreien, nicht auch zu agieren. Denn üren sie schreien, üren sie auch agieren, üren sie so ohr, au i elene, au i schein, ar un e, nur enige Anzahl an Signalen verisen ehren, aus in Sprache sehen, nur sie verhügen. Ich anke mich über ihre Geul und ehe sie ihr Vermögen, ein Reichtum ihrer Sprache mit den anderen, ihr eniger Hain zu eilen, vielen Anken.